Komm aber Leute, was geht, habe ich jetzt Kaido erkennen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem neuen Detektiv-Conan Basic. In diesem Basic-Format geht es mir in erster Linie nicht um grundsätzliches Wissen, was über den Manga nach außen getragen wurde, nein, sondern mehr über Interviews. So auch wie diese Information, denn Ende 2016 gab es in Singapur ein Fragen und Antworten Spezial mit dem lieben Gosho Aoyama. Ihm wurde eine Frage gestellt und zwar: Wird Conan alleine die schwarze Organisation vernichten? Welche Rolle spielen Arkay und Tamuro dabei? Und er hat gesagt, dass Conan gar nicht in der Lage dazu sei, die Organisation alleine zu vernichten und dass Arkay und Tamuro eine sehr, sehr große Rolle spielen werden und vonnöten sind. Das heißt, sie werden definitiv gebraucht. Man kann sich also auf ein Dreiergespann, also Conan, Arkay und Tamuro, gefasst machen. Im Endeffekt, gerade mit dem neuen Kinofilm, der jetzt ja bald kommt, auch wenn es Non-Kanon ist, ist es ja so ein bisschen Tamuro gegen Conan, also Gerechtigkeit gegen die Wahrheit. Wer gewinnt dann wohl? Aber wir wissen natürlich, dass alle drei Personen ihre persönlichen Gründe haben, gegen die Organisation anzugehen. Bei Conan fangen wir direkt mal an. Natürlich, er wurde geschrumpft, ja, durch die Organisation, und er denkt auch, dass er mithilfe der Organisation an ein Gegengift kommt, dass er permanent wieder zu Shinichi wird. Und natürlich ist er ein Detektiv und er will Unrechtkriminalität bestrafen, und die schwarze Organisation steht ja wirklich sehr, sehr für diese Dinge. Arkay wissen wir ja eh, sein Vater ist verschwunden, er ist extra zum FBI gegangen, in die Organisation hat sich eingeschleust, um Informationen über das Verschwinden des Vaters zu sammeln, ja, auch ein persönlicher Bezug, und natürlich, dass seine geliebte Flamme, nämlich Arkemi, von Jin umgebracht wurde, macht die Sache nun auch nicht angenehmer für die Organisation. Bei Tamuro gibt es natürlich auch Gründe, wobei wir gar nicht so viel wissen, ja, was seine persönlichen Gründe sind. Wir wissen natürlich nur die Sache, dass, wo er in der Organisation war, mit der Sicherheitspolizei, sein Freund Scotch getötet wurde. Aber das hat ja eigentlich eher was mit Shushi Arkay zu tun. Was sein wahres Anliegen ist, das wissen wir leider noch nicht. Ich hoffe, dieses Basic hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Arkay.